Hallo an alle Zuschauer bei Maverick TV. Folge 3: Uli Hoeneß in den Knast. Meiner Meinung nach hat Uli Hoeneß den deutschen Staat ungefähr 100 Millionen geklaut, gestohlen. Und er ist im Fokus als Bayern-Manager und repräsentiert einen der weltbekanntesten Vereine, und meiner Meinung nach ist es echt lächerlich, dass so jemand noch weiter auf der Tribüne sitzt und noch verteilt wird von Politikern und gewissen Leuten, die sagen, so schlimm ist es ja nicht. Und ein Mensch, der sich jeden Tag etwas zu essen klaut, weil er Hunger hat, wird eines Tages dafür verhaftet. Also meiner Meinung nach, Uli Hoeneß muss in den Knast. Postet mir unter dem Video eure Meinung zu dem Fall Uli Hoeneß. Und ihr wisst Bescheid, die Welt schaut Maverick TV.